can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Zu Folge 231 mittlerweile. Ich hatte recht, letzte Folge, die 230 war's. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin echt zufrieden damit, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht kommt ab und zu mal noch was Kleines dazu. So an Dekoration und so. Ich bin noch am Überlegen, ob wir vielleicht hier noch Objektständer ran basteln. Und da noch ein bisschen Trophäen dranhauen. Jetzt wahrscheinlich nicht... Moment, der war etwas falsch rum. So, komm, zack. Jetzt vielleicht nicht unbedingt dieselbe Position sein, aber drauf geschissen. Was haben wir denn für coole Trophäen? Also ich würde sagen, wenn, dann passen nur zweimal dieselben hin. Haben wir uns zwei Wolfsköpfe dran? Mal gucken. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Alles gut. Könnt noch mal was reinfuttern. So, Wolfskopf. Wir gucken mal, wie es aussieht. Zack. Oh, die sind aber klein. Ich dachte, dass die ein bisschen größer sind. Na, das wirkt natürlich überhaupt nicht. Warum sind denn die so klein? Na gut, ist halt ein Wolf. Na gut, dann lasst mal gucken. Hirsch wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber Hirsch ist irgendwie so low. Wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit, würde ich sagen. Und gucken mal, wie es aussieht. Und dann machen wir in der Folge auf jeden Fall noch hier drüben den Eingang. Ah, ich bin echt happy damit. Ey, ich freue mich. Ist ein bisschen was Schönes geworden draus. So, zack. Jetzt haben wir mal hier die hier drauf, die kleinen Kobold. Okay, die müssten vielleicht eher stehen, aber ich glaube, die passen auch nicht so wirklich. Wie sieht es mit Skelettkopf aus? Oh Gott, das ist ja noch kleiner. Hm. Ich glaube, es wird wohl doch wohl oder übel ein Hirsch werden. Was hat denn da... Gut, haben wir Trolltrophäen? Die sind halt wieder riesig, ne? Was haben wir hier? Drachen. Können wir auch mal ausprobieren? Komm, wir packen das erstmal wieder weg hier. Ja, das wird alles nix. Was haben wir noch Schönes? Krautzwergen-Schamane. Hier haben wir nochmal einen Hirsch. Wildschwein nehmen wir auch nochmal mit. Oder Torger. Ja, wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, was aussieht. Aber es muss ein bisschen eine gewisse Größe haben, sonst sieht es so verloren aus. Wir gucken mal nach den Troggern. Ja, so viel zum Thema. Ja gut, Troll ist halt riesig, ne? Gefällt mir irgendwie nicht. Weil es halt auch so das Drachenei dann verdeckt, wenn du so von hier reingelaufen kommst. Hm, oder halt doch Hirsch. Was haben wir denn hier? Ach, Krautzwergen-Schamane können wir mal noch probieren. Ja, besser. Hat halt zumindest eine gewisse Größe. Ja, ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Ist zwar immer noch ein bisschen klein. Wir gucken nochmal ganz kurz nach dem Hirsch. Aber der ist auch nicht viel größer. Nein. Ja, macht keinen großen Unterschied. Ist halt dieselbe Farbe. Deswegen sieht man es irgendwie nicht so richtig. Komm, wir hauen jetzt hier erstmal den Krautzwergen-Schaman ran und gut ist. Aber ansonsten bin ich echt happy damit und deswegen machen wir den ganzen Spaß jetzt hier drüben weiter. Jetzt müssen wir hier bloß mal gucken. Dann müssen wir den Balken nochmal anders machen. Wir haben die ja... Haben wir die genau eins daneben? Ja, ne? Ja, ja. Okay. Wir basteln jetzt erstmal die Balken und reißen die anderen ab. Nicht, dass mir hier irgendwas einstürzt. Da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Ach, Moment, wartet mal, mir ist noch was eingefallen. Da brauchen wir noch mal Teer. Nämlich nach Ende der letzten Folge habe ich mir noch mal kurz mein Kunstwerk angeschaut. Und habe mal noch eine Sache ausprobiert gehabt. Vielleicht machen wir das so. Weil wir haben ganz wenig von den Verzierungen. Ich dachte mir... Hat irgendwie was. Wir passen ja immer noch durch. Weil ganz ehrlich, brauchen wir unbedingt ein Tor? Eigentlich nicht. Wenn wir es offen lassen, ist doch auch okay. Ich kenne mich eh, ich renne dann immer rein und raus und lasse das Tor immer offen stehen. Na gut, wir könnten mal... Können wir es uns leisten gerade, ja. Ja, und jetzt natürlich nicht mehr. Na gut, würde auch geil aussehen, ne? Kostet halt enorm viel. Und wie sieht es aus, wenn das offen ist?
Er schließt auch gut damit ab. Ja, okay, vielleicht machen wir es doch. So, was brauchen wir noch? Eisen und Holz. Okay. Aber ich finde mit der Rahmenverzierung, genau. Ja, sieht nochmal geil aus. Es darf nicht zu viel werden. Dann wird es wieder irgendwie so kitschig-mitschig. Ihr wisst schon. So, jetzt lasst uns erstmal die Trophäen weghauen. Zack, jetzt brauchen wir noch normales Holz. Da haben wir auch hier noch was. Wir haben, glaube ich, auch hier noch, ja, 39 Kernholz. Und wir brauchen noch 4 Eisen. Die Folge machen wir auf jeden Fall noch die Erweiterung von hier der Rüstung. Habe ich letzte Folge vergessen. Ja, dadurch kriegt hier auch das Tor nochmal so eine Rundung. Man müsste nur vielleicht noch was dazwischen basteln. Nochmal einen Holzbalken, sonst... Ah, hier drüben auch. Snappt irgendwas ein? Nicht wirklich, ne? Wird denn das immer so schräg zur Zeit? Warte mal. Wie ist das dann oben ab? Immer noch nicht, ne? Aber ich glaube, wir müssen es so machen. So, haben wir jetzt normales Holz haben wir geholt. Jetzt brauchen wir nochmal ein Tor. Hä? Ach, ich habe 10 mitgenommen. Scheiße. So, komm, jetzt gib mir mal Metall. Zack, hier, 4 Stück. Na komm, bam. Aber wir haben noch eins. Ich hätte auch gleich mehr einstecken können, aber wir brauchen es ja gleich drüben nochmal. Aber doch, ich glaube, es gefällt mir besser mit dem Tor. Zack. Das schließt jetzt wieder relativ gut ab. Aber es soll natürlich auch symmetrisch sein. Irgendwie so halt. Ich muss nochmal kurz den Raben abmachen. Zack. Zack. Ich glaube, so wird's. So, Rabe wieder dran. Passt. Wirkt jetzt natürlich nicht so geil, wenn die Tür zu ist, aber okay, es ist gerade auch ein bisschen dunkel. Vielleicht hängen wir hier auch einfach Schilder und sowas dran. Hm, probieren wir dann mal. Aber kommt, sieht doch geil aus. Jetzt kriegt das hier nochmal so eine kleine Rundung, wenn das Tor offen steht. Sieht es auf jeden Fall ziemlich nice aus. Es passt auch richtig gut hier mit der Ecke, so mit der Stufe. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Teurer Spaß, aber okay. Geil, wir haben einen fetten Eingang gebastelt. Das freut mich. Ich würde es nochmal kurz mit Rüstung probieren, ob wir da ein Schild oder so dranhängen. Wo haben wir das? Werkzeug, Werkzeug, hier, Rüstung. Ne, da haben wir es nicht. Haben wir es bei Waffen mit drin? Guck mal, zwei so eine Bronzeschilder. Na gut, auf beiden Seiten das gleiche dann. Hm, mal gucken. Mann, ich wollte eigentlich mit dem Eingang hier drüben mit euch weitermachen und jetzt fallen mir hier wieder 1000 Sachen ein, die ich gerne machen würde. Ah, okay. Gut, nee, lass mal. So ein Turmschild vielleicht wäre ein bisschen größer, aber okay, komm. Eingang sieht gut aus, lassen wir definitiv erstmal so. Jetzt muss ich gucken, dass ich denselben Spaß hier drüben wieder hinkriege. Ich werde wahrscheinlich wieder verzweifeln und 1000 Mal rüberrennen. Weil ich wieder nicht weiß, wie ich es drüben gemacht habe. So, zack und zack. Ist das jetzt am Gerüst dran? Ja, ja, passt. Ja, ich glaube, wir gehen gleich nochmal pennen. Ich hasse Dunkelheit beim Bauen. So, und zack, zack, zack. Jetzt ist wahrscheinlich wieder der Steinmetz zu weit weg. Genau, komm, wir gehen eine Runde pennen. Da machen wir denselben Spaß hier drüben nochmal. Ist irgendwie auch ein geiles Statement, so Dracheneier als Leuchten zu haben, oder? Finde ich irgendwie mega geil, weil die sind ja doch eher selten. Ich meine, wir hatten verdammt viel Glück, dass wir so viele gefunden haben. Aber man muss halt auch mal Glück haben. Komm, trockne. Wir müssen noch mal gucken wegen dem Hot Tube, ne? Hab ich auch schon so Ewigkeit mit euch vor. Ach so, ich war auch angeln und es ist mir tatsächlich so fast überhaupt gar nicht gelungen. Ich weiß nicht, was los war, weil als wir das erste Mal zusammen geangelt haben, hat es ja eigentlich ganz gut geklappt und jetzt habe ich es nochmal probiert, außerhalb vom Let's Play, weil ich wollte uns noch ein paar Fischhappen herstellen. Aber alter Schwede, ich habe glaube ich 10 oder 15 Köder versemmelt und habe einen einzigen Fisch, glaube ich, rausgekriegt.
War diesmal ganz komisch. Ich weiß noch nicht genau, was ich falsch mache. Aber irgendwas hat auf jeden Fall nicht so hingehauen, wie es sollte. So, der Spaß weg. Bronzenägel können wir einstecken lassen. Wir können mal... Wofür haben wir denn das Leder gebraucht? Keine Ahnung. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Jetzt brauchen wir erstmal den Steinmetz. Das ist die Schmiede. Das war eine Werkbank. Da ist er. Hoffentlich können wir es aufnehmen. Ah, ja. Können wir. So, zack, hier hingebastelt. So, dann hatten wir Stein. Wir haben natürlich keinen Stein mehr. Ich habe das alles da hinten hingeworfen, ne? Also ich hatte ein bisschen Stein dort mit beim Holz reingeschmissen. Egal, wir nehmen jetzt hier was vom Stack. Wir müssen auch unbedingt die Leuchter wieder alle auffüllen. Ich fände es geil, wenn man Gegenstände irgendwie zerlegen könnte. Dass man die Materialien wieder kriegt, weil ich glaube, ich würde es nicht nochmal so machen mit den Leuchten, weil andauernd das Harz nachfüllen, das kostet auch so viel Harz, dann halt wirklich lieber Objektständer ran und gelbe Pilze und die leuchten halt für immer. Tja, da ist man halt erst hinterher ein bisschen schlauer. So, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir die Dinger gesetzt, wir haben die aber hier so halb reingesetzt, wenn ich mich nicht täusche, genau. Und hier dasselbe. Mal vielleicht von vorn. So. Dann haben wir hier ein Eisengitter drauf gebastelt, was wir uns wieder nicht leisten können. Jetzt guckt hier aber der Spaß noch raus. Das haben wir, glaube ich, hier drüben nicht so, ne? Na gut, das haben wir dann eh hier zugebastelt. Eigentlich egal. Aber auf jeden Fall ein so ein Stein, Eisengitter. Und hier in der Mitte haben wir die Holzdinger hochgezogen. Ah, mir gefällt's. Es gefällt mir. Geil, ich freue mich. So, jetzt gib mir mal hier nochmal ein bisschen Metall. 8 Stück können wir uns bei Eisengitter leisten. Sollte passen. Obwohl, nee, kostet ja nur 2, ne? Ja. So, komm, zack. War das ganz vorne? Eisengitter, Eisengitter? Nee, das war doch nicht ganz vorne, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Das war hier so ein bisschen mittiger. Zack. Und zack. So, dann haben wir hier oben jeweils... Ach, jetzt passt jetzt wieder alles nicht. Wir müssen es noch weiter hintersetzen. Weil wir haben doch das hier dazwischen. Genau. So, zack. Das Eisengitter auch noch weiter hinter. So. Und so. Dann kommt auf das Eisengitter so ein kleines Ding. Und nochmal so ein kleines Ding. Das Teil andersrum. Zack. Hier drauf und nochmal eins. Und hier drauf und nochmal eins. Ne, warte mal, die sind jetzt inne. Die schließen ab, aber ich glaube, wir haben abgeschlossen gehabt. Warum will denn das jetzt wieder nicht? Weil das Eisengitter... Ne, doch jetzt. So. Sieht gut aus. Wir können uns auch nochmal hier ans Buntholz machen. Da haben wir kleine gesetzt, ne? Muss ich gleich nochmal gucken, ey. Ich kann mir auch nichts merken, ne? So, aber das haben wir schon mal. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir auch... Moment, gib mir den Hammer. Wir haben hier noch so einen Balken reingesetzt. Oder davor. Ja, haben wir eigentlich. Wir haben die Dinger. Wir haben dann zwei so eine Querbalken. Der geht los zwischen den beiden. So. Wenn es jetzt nicht tausendprozentig gleich wird. Ganz ehrlich, Leute, es ist mir egal. Zwei Sohne haben wir gesetzt. Und dann kann ich den, glaube ich, auch ordentlich hier anbringen. Mann, die sind zu lang. Dann setzen wir erstmal den kurzen. Ja, jetzt geht es nämlich schon wieder nicht mehr ordentlich auf.
Weil es halt doch ein Stück weit zu hinten, zu weit hinten ist. So geht's besser auf. Und den Kleinen dran. Komm her. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier noch hinkriegen. Das war doch, glaube ich, gerade so weit, oder? So. Und so. Ja, passt. Jetzt haben wir halt ein bisschen das Holz rausgucken links, aber ach komm, dann kommen eh noch die Rahmenverzierungen davor. So, wir haben die zwei quer, jetzt kommen die Dinger noch. Und dann können wir oben am Dach noch den Spaß machen. Komm, zack. Ach. Menno. Ja, das wird auf jeden Fall mega. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt guckt das Ding hier raus. Was haben wir denn da gemacht? Das sind... Achso, das sind die. Müssten wir vielleicht noch weiterführen. Aber sieht ja nicht verkehrt aus. Also von daher... Dann sehen wir die auch von innen, ne? Ja, machen wir später weiter. So, komm. Die Dinger haben wir, die Dinger haben wir. Das passt, das passt, das passt. Okay. Da oben ist die Lücke, genau. Jetzt machen wir hier noch so ein Ding für andersrum rein. Jetzt wird das irgendwie ganz schön purplig. So. Und jetzt brauchen wir noch die Balken. Haben wir hier die langen oder kurzen gesetzt? Jetzt muss ich ja mal kurz gucken. Wir haben die kurzen gesetzt. Komm. Snappy, Snappy, Snappy. Jawohl. Zack. Sneezna, Snappy, bitte. Zack. Und ganz oben haben wir es auch noch gesetzt. Joa, haut hin. Was liegt jetzt hier? Achso, okay, war nur was Abgebautes. Und zack. Kriegen wir das noch? Jawohl. So, okay. Müsste doch jetzt schon mal relativ ähnlich aussehen. Jetzt hatten wir hier hinten noch die Dinger gebastelt. Die hier dran, genau. Zack. Und zack. Das haut hin. Die Dinger gehen durch, das passt. Der Spaß geht ins Dach, haut auch hin. Höhe passt auch, jawohl. Das Dach guckt hier auch raus. Joa, sieht doch schon mal relativ ähnlich aus. Jetzt brauchen wir noch Objektständer und der Hammer ist gleich kaputt. Objektständer, aber die zum... Die hier. So. Zack. Zack. Und noch zwei Dracheneier ran. Ja, da haben wir es relativ schnell... hinbekommen. Ach komm, ey, sieht geil aus. Schön. Tut mir leid, ich muss mich hier echt öfter mal drüber freuen. Dass es langsam etwas schöner wird. So, eins und das andere war... Wo hatten wir es? Wo hatte ich es denn vorhin? Warte mal. Hier, zack. Komm, hau dir noch eine Blaubeere rein. Zieh durch. Ja, wir werden es nicht schaffen. Können gleich mal den Hammer reparieren und in der Zeit ein bisschen Ausdauer regenerieren. So, komm, mach Lack. Ja, auch mit dem Banner da drin. Sieht geil aus, gefällt mir. So, zack. Irgendwie die Wände noch nicht so ganz. Also diese Trophäe, die gefällt mir noch nicht. Gucken, was wir da noch Schönes machen können. Drachenei Nummer 1. Ach komm, leck doch nicht. Drachenei Nummer 2. Passt auch. Jetzt brauchen wir noch die Verzierung. Die werden wir uns wahrscheinlich wieder nicht leisten können, oder? Edelholz fehlt. Und das Tor dann noch.
Wie viel Teer haben wir noch? 5 Stück wird auch nicht reichen. Also nehmen wir hier nochmal ein bisschen Teer mit. Edelholz brauchen wir noch. Und fürs Tor 4 Eisen. Wie viel haben wir noch? Einstecken 4. Ne, da brauchen wir nochmal eins. Zack. Und jetzt müssen wir mal gucken. Edelholz. Nein. Ich hab's befürchtet. Boah, haben wir jetzt echt so viel verbraucht schon wieder. Kacke. Ich wollte das mit euch fertig haben, die Folge. Braucht das Tor, braucht auch Edelholz, ne? Ne, normales. Gut, dann müssen wir erstmal schnell die 2 Tore bauen. Ja, wenn die Eingänge dann fertig sind, können wir uns so langsam hier an die Inneneinrichtung machen. Ich würde sagen, die Anbindung von dem Dach an das Dach, das machen wir irgendwann zum Schluss. Da habe ich gerade noch keinen Bock drauf. Das wird wieder richtig eklig. Aber auch einfach genug Dach in letzter Zeit gemacht. Ich hoffe, ihr könnt es etwas nachvollziehen. Was haben wir denn hier? Die Steine sind so schwer. Ja, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen, dass ich da gerade keinen Bock drauf habe. Aber ist ja nicht schlimm. Muss ja alles gemacht werden letzten Endes. Dach hält auch noch, wir haben nichts eingerissen, was irgendwie hätte Schaden anrichten können, von daher ist da alles gut. Zack. Guck mal, das passt dann sogar gleich relativ gut. Passt hier auch wieder mit den Türen und so, okay, perfekt. Dann lassen wir das so. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nochmal schnell ein bisschen Edelholz sammeln. Komm, wir machen das. Wir gehen ein kleines bisschen Edelholz sammeln, dass wir das noch fertig kriegen. Dann sind die 2 Eingänge auf jeden Fall relativ ähnlich oder eigentlich fast gleich. Und wir haben die fertig. Ach, guck mal, genau, da unten hatten wir das noch gemacht. Jetzt wäre es noch, ich will noch mal kurz schauen. Wenn wir eins wegnehmen. Weiß ich noch nicht, ob es mir besser gefällt. Aber ich wollte zumindest mal gucken. Hier sieht es besser aus, weil es gleichmäßig abschließt. Man könnte ja prinzipiell auch noch ein bisschen mit Dunkelholz arbeiten. Obwohl das irgendwie nicht so wirkt. Na, jetzt passiert irgendwas ganz Komisches, das wollte ich so nicht. Ja, nee, komm, das lassen wir. Dann können wir halt überlegen, ob wir hier unten irgendwie Dunkelholz dran macht. Nee, gefällt mir nicht. Komm, wir lassen es erstmal so. Oder an das hier. Ich glaube, das sieht ein bisschen cooler aus als das normale Holz. Na gut, jetzt sieht man es nicht richtig. Oh, hier habe ich es falsch abgerissen. Wo ist es? Hier ist es. Ja, das gefällt mir nochmal besser. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir drüben noch. Komm, jetzt gehen wir ein bisschen Edelholz sammeln, dass wir die Eingänge fertig haben. Und dann können wir uns nächste Folge ein bisschen... Ach. Ach, ich bin auch dumm, ey. Wir hauen noch die Raben davor. Naja. Ja. Also machen wir doch wieder normale Holzbalken dran. Entschuldigung, war ein bisschen verschenkte Zeit. Hm. So, jetzt lass mal gucken. Haben wir eine Axt einstecken? Jo, Hammer. Nicht mehr die beste, aber sollte reichen. Sonst müssen wir jetzt die Schmiede nochmal umbauen. Da habe ich keinen Bock drauf. Die wieder nicht überdacht. Na, obwohl die ist gerade überdacht. Wir hätten wahrscheinlich noch reparieren können. Ah. Manno. Guck mal, da hinten sehe ich doch schon ein paar Birken. Ja, dann machen wir die Eingänge fertig. Nächste Folge ein bisschen Inneneinrichtung, würde ich sagen. Und, ah nee, warte. Eingänge und unbedingt noch Rüstung hoch. Das wollte ich mit euch wirklich unbedingt die Folge noch machen, weil ich das letzte schon versprochen habe. Oh. War ja süß.
Wie viel gab's? 10 Edelholz. Wie viel braucht man für die Verzierung? Ich hab's schon wieder vergessen. Waren es nochmal 10? Jetzt waren es nur 2. Schweinerei. Ja, lass mich in Ruhe. Wir brauchen natürlich 10 Edelholz dafür. Guck mal, da liegt schon eine Gefällte. Müssen wir mal schauen, wie weit wir jetzt mit dem Eisen noch kommen. Aber wir müssten da 2 Stücke brauchen wir noch, eins höher. Das müssten wir eigentlich schaffen. Lionsworn ist auch am Start. Das wäre natürlich geil. So, haben wir jetzt 20. Ja, jetzt haben wir 20. Dann haben wir die Rüstung auf jeden Fall komplett. Dann können wir noch mal gucken wegen Frostner. Ich glaube, Frostner hat ja auch Silber gebraucht. Dann würde ich sagen, machen wir dann noch mal 1-2 Folgen so ein bisschen in Einrichtung und dann hauen wir uns noch mal ins Gebirge, weil wir brauchen Silber auf jeden Fall auch für Twogger Fangzahn. Ich glaube, für Schwarzmetallschild braucht man auch noch irgendwas. Ja, 1-2 Folgen. Bauen wir in Einrichtung und dann machen wir noch mal 1-2 Folgen Gebirge. Gehen ein bisschen auf Silberjagd. Ja, ich feiere es auf jeden Fall. Ich meine, die Eingänge sind ein bisschen niedriger geworden, als ich gedacht hätte. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass wir die ein bisschen höher machen, aber... Also könnten wir zwar, wenn wir alles noch um 1 versetzen, aber das sieht dann doof aus. Nö, nee, aber es ist okay. Irgendwas müssen wir hier drüben mit dem Dach noch machen. Hier muss noch ein kleiner Dachvorsprung kommen. Sonst gefällt es mir noch nicht. So, zack. Da haben wir sie. Och nö, was denn jetzt? Hä? Weil der Balken jetzt so weit rausguckt? Warum denn das? Guckt der Balken hier drüben nicht so weit raus? Och Mann, es hat alles so gut geklappt. Muss ich mal kurz abreißen. Naja, es ist eigentlich fast eine Höhe, ne? Boah, jetzt kriege ich es ja auch nicht mehr draufgesetzt, oder was? Was ist denn jetzt los? Ah, ich glaube, das haben wir später gebaut. Kann das sein? Weil das hat doch vorhin eingesnappt irgendwie. Ja, jetzt. Achso, ich war eins zu schräg. Entschuldigung. Och nö, was habe ich jetzt gemacht? Ne, so auf jeden Fall nicht. So, wenn dann. Ne, aber das haben wir hier drüben ja gar nicht. Lassen das weg. Ja. Aber jetzt lass das mal bitte hier klappen. Ne, das haben wir. Haben wir hier drüben einfach nicht. Wir haben hier jeweils so ein halbes dran. Zack. Zack. Und jetzt lass bitte diese Scheiße hier drauf passen. Hä, aber es guckt vor allem auch richtig dann ins Tor rein. Och nö. Ach Manno, alter Schwede, ey. Hm. Jetzt reißt das nochmal weg. Nee, das snappt so richtig in das Tor rein. Ich kann es nur ohne... Warum fehlt mir denn jetzt Edelholz? Hab ich hier drüben noch welches liegen lassen? Hä? Ich war doch gerade genug sammeln. Ziemlich... Ach, hier. Jetzt, ich wollte schon sagen. So, und jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Jetzt müssen wir es hier auch ohne Snap-Point machen. Jetzt guckt das halt so halb ins Tor rein. Naja, was soll's. Wenn wir die jetzt aufmachen, sieht das ein bisschen ähnlich aus zumindest. Gucken mal hier und wir gucken mal hier. Irgendwie sehen die hier viel weiter entfernt aus. Weiß nicht genau warum. Egal. Bleibt jetzt erstmal so. Gut, komm. Wir sind bei 29 Minuten. Zack, jetzt schnell noch die Dinger hochbringen. Dann machen wir hier an der Stelle Schluss. Ich bin trotzdem happy damit. Sieht ähnlich aus. Das passt. So. Was? Ah, nein, wir brauchen die Schmiede. Die kann ich wieder nicht in die Hand nehmen, weil es alles viel zu schwer ist, was ich hier einstecken habe. Naja, geht's heute halt mal über eine halbe Stunde. So, Teer weg. Jetzt können wir mal gucken, können wir irgendeinen Holzstoß bauen? Natürlich nicht. Ah, warte, hier vorne stand sie, ne? Das ist die gute. Nimmt er jetzt auch alles auf? Yep, passt. So.
So, also, aufwerten. Gepolsterter Brustpanzer ist voll. Hier, 9 Eisen. Ich brauche die Werkbank Stufe 5. Haben wir die erst auf der 4? 1, 2, 3, 4. Nee, warte mal. Irgendwas ist gerade nicht aktiv, würde ich sagen. Der Blasebalg hier drüben ist nicht aktiv. Wir haben die doch auf vollster Stufe gehabt. Ja, jetzt. So. 9 Eisen, 30 Leinzwirn. 15 Eisen, 30 Leinzwirn. Kann natürlich sein, dass wir keine 60 Leinzwirn haben. Das wäre äußerst schade. Wir haben hier 28. Was gib du nochmal her, was du hast. Oh, wir kommen nicht ran. Ja, gut, doch, haut hin. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisen und dann geht's los hier. Ach, ich nehme aber auch immer das Falsche. Zack und zack. So, Leute, wir haben es gleich geschafft. Beste Rüstung auf Max, gepolsterte Beinschienen auf 4 und Attacke. Wir haben 989 Kilo einstecken, auch geil. Haben wir es auf 4 und wir machen den gepolsterten Helm noch hoch. Bam, da haben wir es. Wir können da nochmal gucken, ob wir noch einen anderen Umhang machen. Aber rein von den Rüstungswerten sind wir jetzt auf jeden Fall auf Maximum. Eisenspitzhacke kostet 20 Eisen. Wir haben nur noch 21 und ich möchte echt gerne noch irgendwelche kleinen Eisenverzierungen-Zeugs bauen mit euch. Das wäre mir jetzt zu schade, auch wenn ich die ganz gerne weit oben hätte. Aber das ist mir gerade ehrlich gesagt einfach zu teuer. So, dann haben wir hier Holz, ein bisschen Edel und zack und Leinzwirn packen wir noch weg. Hey Leute, wir haben es geschafft. Gepolsterte Rüstung auf Max. Mehr geht nicht, 97 Rüstungswert. Ich freue mich sehr. Wir machen nächste Folge weiter. Ja, mit ein bisschen Inneneinrichtung. So zweite Etage ziehen, Galerie bauen, alles drum und dran. Hatte ich ja schon erwähnt in den letzten Folgen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, euch macht es gerade genauso Bock wie mir. Ich habe richtig, richtig Bock, dieses Häuschen endlich mal geil zu machen. Und ich denke, mit den Eingängen haben wir schon mal einen guten Start gelegt. Wir sehen uns übermorgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.